WMS oder Pack dich? Welche Lösung ist für dein Business das Richtige? Nach dem Intro. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Alio Kasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei JTL in Hürth und habe Stefan Handke neben mir, der Product Owner WMS. Stimmt das? Korrekt. Und folgende Frage wird mir oft gestellt von den Online-Händlern. Was soll ich nutzen, die JTL WMS oder den JTL Paktisch? Der Paktisch ist ja kostenlos, die WMS für einen Benutzer auch. Wie kann ich herausfinden, was für mein Business die richtige Lizenz ist? Die Antwort ist relativ einfach zu finden. Es kommt einfach darauf an, wie groß bist du und woher kommst du. Bist du ein relativ kleiner Händler, der vielleicht 50 oder 100 Pakete im Monat oder in der Woche macht, da kommt ihr mit JTL Paktisch Plus gut klar. Ihr habt ein kleines Lager, ihr braucht keine Lagerverwaltung, keine Wegeoptimierung. Ihr holt einfach die Ware, die ihr gerade braucht. Und mit JTL WMS ist halt deutlich professioneller. Das braucht ihr unbedingt eigentlich. Wenn ihr Pakete macht mit 3.000, 4.000, 5.000 Paketen pro Tag. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, wenn ihr ambitioniert seid, wenn ihr wachsen wollt und das schnell, ihr gründet ein Unternehmen, ihr habt eine geile Idee, ihr habt Produkte, die gut laufen werden, dann startet von Anfang an mit JTL WMS, weil dann könnt ihr jeden Tag weiter skalieren, neue Regale dazustellen, die Wegeoptimierung komplett ausnutzen und von der chaotischen Lagerhaltung auf jeden Fall profitieren. Das ist einer der größten Unterschiede zwischen JTL Paktisch Plus und JTL WMS. Mit JTL WMS weißt du jederzeit, welche Ware habe ich in welcher Menge auf welchem Lagerplatz. Das kann auch frei gemischt sein. Ein Artikel kann auf beliebig vielen Plätzen sein oder auf einem Lagerplatz können beliebig viele unterschiedliche Artikel liegen. Ansonsten lässt sich zusammenfassen, dass JTL Paktisch ein Zusatzfeature für JTL Wavi ist. Das heißt, ihr könnt mit relativ wenigen Mitteln Scanner gestützt Wareneingänge machen, Warenausgänge machen und ab der Version 1.6 auch Inventuren für Standardlager anlegen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, bei JTL Paktisch Plus über Lagerkommentare zu arbeiten. Das ist ja sozusagen wie ein Lagerplatz dann auch. Weil ich sehe in einem Artikel über den Lagerkommentar, wo mein Artikel liegt. Grundsätzlich würde ich sagen, jein. Wenn du pro Artikel nur einen Lagerplatz hast, dann kann man das so machen. Sobald der Artikel auf mehreren Lagerplätzen liegt, kannst du auf deiner Liste nur einen Platz anzeigen. Mit den Kommentaren weißt du nie, welche Menge hast du von welchem Artikel auf welchem Platz. Du kannst natürlich einen Hinweis hinterlegen oder einen Lagerplatz simulieren. Wenn du Lagerplatz rein arbeitest, dann geht das natürlich. Und dann kannst du nach diesen Kommentaren auf einer gedruckten Pickliste natürlich auch sortieren. Und es wäre die Möglichkeit für zum Beispiel etwas kleinere Händler, die dann sagen, okay, ich habe den Artikel sowieso immer im gleichen Lagerplatz, mach dann daraus einen Lagerkommentar, dann könnte ich den Paktisch dafür nutzen. Auch später für eine Inventur könnte ich die Lagerkommentare nutzen, um zu gucken, wo liegt denn mein Artikel. Natürlich, wenn das Lager größer wird und auch ein bisschen chaotischer Teil der Ware liegt auf dem Platz, auf einem anderen Platz, dann braucht man natürlich die WMS. Das ist korrekt. Gerade beim Stichwort Inventur kann man sagen, JTL WMS ermöglicht dir relativ einfach und lagerplatzgenau jede Aushilfskraft einfach ins Lager zu schicken, um für dich die Artikel zu zählen. JTL WMS führt dich auf Wunsch auch wegeoptimiert durch das Lager, schickt dich zu den Lagerplätzen, wo gerade die Artikel gezählt werden müssen und bietet dir so die optimale Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit auch große Warenbestände und große Lager zu zählen. Wenn das Lager relativ klein ist, ja, dann kann man das so machen, wie du gerade besprochen hast. Ich muss allerdings sagen, dass es bis zur aktuellen Version, die gerade released ist, die Version 1.5 und davor, nur die Möglichkeit gibt, eine richtig saubere Inventur mit JTL Wavi zu buchen. Und die ist wenig intuitiv und gerade bei einem großen Artikelsortiment sehr aufwendig zu bedienen. Da kann ich sagen, wo wir schon mal bei den Unterschieden von JTL Paktisch Plus und JTL WMS sind, mit Version 1.6 werden wir JTL WMS Mobile öffnen. Das heißt, man wird sich mit JTL WMS Mobile auch in einen JTL Wavi Standardlager einloggen können und dort dann auch wie für JTL WMS eine mobile Inventur durchführen können. Das wird ein ziemlich cooles Feature werden. Das ist ein mega Benefit für die Online-Händler, weil es ist super geil, dass ich
wirklich mit einem kleinen Budget starten kann bei JTL. Das heißt, ich habe den Packtisch, der ist komplett kostenlos, egal wie viele Lizenzen ich da letztendlich habe. Ich kann da 100 Lizenzen für den Packtisch haben, die sind alle kostenlos für mich. Kann damit erstmal starten und dann kann ich auch ganz easy vom Packtisch auf die WMS umsteigen. Das ist ja relativ einfach. Stichwort dabei ist relativ, genau. Aktuell ist es noch so, dass ein Standardlager nicht einfach zu WMS migriert werden kann. Es bietet sich da schon an, eine saubere Inventur für das neu angelegte JTL-WMS-Lager zu machen und danach diese Bestände einzubuchen und im Anschluss dann als letzten Schritt die Bestände aus dem JTL-Wavi-Standardlager auszubuchen. Dabei sollte natürlich die Inventurfunktion von JTL-Wavi auch genutzt werden, um alle Bestände einfach auf Null zu setzen. Das ist auch der einzige und korrekte Weg, um bei einem Umstieg von JTL Packtisch Plus auf JTL WMS bzw. JTL Wavi auf JTL WMS eine Inventurdifferenzliste zu erhalten am Ende, die man dem Finanzamt auch vorlegen kann, um zu belegen, welche Bestände durch die Inventur korrigiert, verloren gegangen oder wiedergefunden wurden. Genau, also das lässt sich anders nicht sauber ohne viel bürokratischen Aufwand darstellen. Okay. Ich sehe das auch so ein bisschen für einen Online-Händler, der auch startet und der sich mit Systemen nicht so stark auseinandergesetzt hat bis dato, für den ist der Packtisch auch einfacher erstmal, weil da gibt es nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, ich kenne die JTL WMS seitdem sie released worden ist und schaue mir das immer wieder an, was für neue Features dazukommen. Da gibt es ja so viele Einstellungsmöglichkeiten, da musst du ja wirklich dich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, das heißt die Doku 10-mal gelesen haben. Mindestens 10-mal. Das ist absolut korrekt, ja. Also JTL WMS bietet in der Tat sehr viele Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten und je nachdem, wie man es gerade kombiniert, reagiert JTL WMS unterschiedlich. Das betrifft alle Prozesse, egal ob Versandboxen, also Vorkommissionieren, Easy Shipping, rollende Kommissionierung und mobiler Packtisch. Man kann mit diversen Optionen natürlich das Verhalten der Software steuern. Also mal ist zum Beispiel eine manuelle Teillieferung möglich, mal geht's automatisch, man kann optional Gewichte von einer Waage erfassen oder auch die kalkulierten Gewichte automatisch hinterlegen. Man kann Gewichte manuell eingeben, man kann Hinweise als Pop-up anzeigen oder nur als Schrift anzeigen lassen und das ist noch an der Oberfläche gekratzt, ist schon richtig. Also JTL WMS ist sehr mächtig, deshalb ist immer zu empfehlen, sich einen guten Servicepartner dafür zu nehmen, wenn man dann einsteigen möchte. Oder man hat vielleicht auch Bekannte im Kundenkreis von JTL, die WMS schon nutzen und halt beim Umstieg unterstützen. Okay, wenn du jetzt ein Fazit ziehst, JTL WMS, Packtisch als Schlusssatz. Was würdest du dazu sagen? Mit einem Satz. Also der größte Unterschied zwischen JTL Packtisch Plus und JTL WMS ist auf jeden Fall, dass du mit JTL WMS jederzeit weißt, welche Ware habe ich auf welchem Lagerplatz. Du kannst auf einem Lagerplatz beliebig viele Artikel mischen. Es muss nicht Lagerplatz rein eingelagert werden. Und du kannst einen Artikel auf beliebig viele Lagerplätze verteilen. Daraus ergibt sich natürlich die Möglichkeit, dass du mit JTL WMS auch Wege optimiert kommissionieren kannst. JTL WMS weiß, was ist der kürzeste Weg durch das Lager und führt dich entsprechend auf dem kürzesten Wege durch das Sortiment, um den optimalen Weg in der Kommissionierung zu nehmen. Und der JTL Packtisch Plus weiß nur, welche Artikel du in welcher Menge auf Lager hast, aber nicht auf welchen Lagerplätzen diese Menge verfügbar ist. Also falls ihr weitere Fragen habt zum Packtisch oder zu WMS, kann man auch beim Vertrieb einfach anrufen bei euch. Unten in der Beschreibung ist einmal die Telefonnummer, einfach durchrufen, da könnt ihr euch nochmal kurz erklären lassen, ob ihr eher WMS-Kunde seid oder eher Packtisch-Kunde seid. Wenn ihr über das Video die JTL Warenwirtschaft gerne downloaden möchtet, auch dazu haben wir den Link in der Beschreibung gesetzt und ich würde sagen, ja, gute Geschäfte, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Ali.